Wir können schon uns überlegen, ob wir gelaufen. Und ich habe keine guten Nachrichten für die Kriegstreiber, egal auf welcher Seite. Dieser im Februar begonnene Krieg ist für keine der beiden Seiten mehr zu gewinnen. Es wird nur Verlierer geben. Und je länger diese Konfrontation andauert und je mehr Staaten involviert werden, umso mehr Geschädigte wird es geben. Zweite schlechte Nachricht, als Wirtschaftshistoriker kann ich bestätigen, es gibt kein einziges geschichtliches Beispiel dahingehend, dass Sanktionen einen Krieg zu beenden imstande sind. Die fatale Situation momentan ist die, dass sich die Sanktionen gegen Russland ausgewachsen haben zu einem regelrechten Wirtschaftskrieg, der interessanterweise die russische Seite weniger belastet als die anderen Seiten. Wenn man vergleicht die im Frühjahr dieses Jahres veröffentlichten Prognosen, Wirtschaftsziffern, Russland hat nicht in dem Ausmaße wirtschaftlich gelitten, wie damals angenommen. Von einem Zusammenbruch der russischen Wirtschaft wird ganz lange keine Rede sein. Und wenn man damals Ökonominnen und Ökonomen befragt hätte, hätten die gesagt, naja, die Exportwirtschaft Russlands trägt ja nicht einmal 30% zum Bruttosozialprodukt bei der russischen Wirtschaft. Russland ist das flächenmäßig größte Land der Welt und es hat die größten Rohstoffreserven. Hitler und Napoleon sind beide an Russland gescheitert. Inzwischen hat Russland auch neue Außenhandelswege erschlossen und auch die Vorstellung, Russland über den internationalen Zahlungsverkehr zu isolieren, ist misslungen. So haben sie halt manche Wege umgedreht. Das russische Gas fließt nach Aserbaidschan und von Aserbaidschan fließt das russische Gas nach Europa über die South Stream Pipeline. So ist die reale Situation. Ich habe auch gehört, dass Starbucks sich zurückgezogen hat im Frühjahr dieses Jahres. Naja, die Filialen waren eine Zeit lang geschlossen, sie sind wieder geöffnet unter einem russischen Firmenschild. Also die privatwirtschaftlichen Akteure des Westens, die sich hier überstürzt und rasch zurückgezogen haben, haben sich eigentlich selbst geschädigt. Und was besonders fatal ist, die westlichen Staatshaushalte geraten nach der Finanzkrise, nach der Corona-Krise immer mehr unter Druck und sie haben immer weniger Spielraum zur Verfügung, in irgendeiner Weise auch der Bevölkerung helfen, zur Verfügung zu stehen. Wir spüren das täglich anhand der steigenden Preise für Energieträger, für fossile Energieträger. Wir spüren die tägliche Geldentwertung. Haushalte und Unternehmen leiden in einem Ausmaß wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Die Armutsrate ist massiv in die Höhe gegangen in den letzten Monaten, was ich gestern auch auf der Tagung an der WU erfahren habe. Die Sterberate im Bereich der ärmsten Bevölkerungsschicht ist auch schlagartig heuer in die Höhe gegangen. Und mich erinnert diese ganze Situation als Wirtschafts- und Sozialhistoriker an das Jahr 1922. Auch damals hat eine Inflationskatastrophe Österreich erschüttert. Ganz Europa damals geprägt von der Nachkriegsinflation nach dem Ersten Weltkrieg, die zunächst zaghaft begonnen hat, sich erst nach 1918 ausgewachsen hat zu einer galoppierenden Inflation. Die Staaten Mitteleuropas waren besonders geprägt. In Österreich ist die damalige Währung, die Krone, auf ein 15.000stel ihrer ursprünglichen Wertigkeit abgesunken. Die Leute haben ihre Sparnisse auflösen müssen, um beim Bäcker einen Laib Brot kaufen zu können. Das war die Situation nach dem Ersten Weltkrieg, die von den verantwortlichen Eliten damals nicht in den Griff bekommen wurde. Und was war noch im Jahr 1922? In Italien war der Marsch auf Rom von Benito Mussolini und seiner Anhängerschaft, die damals eine stabile Währung, unter anderem eine stabile Währung versprochen hat. Das war der Beginn des Faschismus in Europa. Der Funke ist rasch übergesprungen, zunächst auf Portugal, in den 30er Jahren, auf Deutschland, auf Spanien. Und wir wissen, welche verheerenden Auswirkungen der europäische Faschismus hier gehabt hatte, im Jahr 1922 in der Phase der Inflationskatastrophe begonnen hat. Die Lehre aus der Geschichte ist, große ökonomische Krisen wachsen sich aus zu sozialen Krisen,
Es kommt zu gewaltigen gesellschaftlichen Verwerfungen und ganzen Generationen kann damit die Zukunft geraubt werden. Wir müssen also all jenen entgegentreten, die Friedenspolitik, Neutralität nicht schätzen, die die Kriegsfolgen leugnen wollen, die das Bundesheer hochrüsten wollen und eingliedern in einen größeren Militärapparat. Auf den Wege hier habe ich ein kleines Büchlein bei mir getragen von Stéphane Hessel, Mitglied der französischen Résistance seiner Zeit. Und ich ende mit seinen Worten: Empört euch, engagiert euch, leistet Widerstand. Vielen Dank, Gerhard. Vielen Dank auch für diesen klaren Hinweis auf die sozialen und politischen Folgen, die diese Hochrüstung und der Kriegswille in Europa mit sich bringt. Ich leite gleich über zu unserem nächsten Redner, Hannes Hofbauer, der sich auch als Autor mit den Folgen der Osterweiterung klar auseinandergesetzt hat und auch bereits 1999 mehrere Tage immer gegen die Angriffe der NATO auf Jugoslawien damals mit uns gestanden ist, um für Frieden einzutreten, um gegen den Krieg und den Angriff der NATO einzutreten. Ja. Liebe Friedensbewegte, liebe Friedensfreundinnen, liebe Friedensfreunde, es ist nicht unser Krieg. Seit April 2014 führt die Ukraine einen Krieg gegen abtrünnige Provinzen im Donbass. Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland einen Krieg gegen die Ukraine. Es ist ein Bürgerkrieg, es ist ein Interventionskrieg, es ist ein völkerrechtswidriger Krieg, es ist ein Wirtschaftskrieg und es ist ein Stellvertreterkrieg. Aber es ist nicht unser Krieg. In Kiew erzählt man sich, es ginge um die ukrainische Nation, um den Ruhm der Ukraine, Slava Ukraini. In Moskau erzählt man sich, es ginge um die Entnazifizierung, es ginge um die russische Welt, Ruski Mir. Bei uns und in Brüssel, in Berlin, in Wien erzählt man uns, es ginge um unsere Werte, es ginge um die Demokratie, weshalb man auf der Seite der Ukraine stehen müsse. Welche Werte? Welche Demokratie? Das Kiewer Regime hat alle Parteien, die nicht vorbehaltlos für den Schießkrieg sind, alle demokratisch gewählten Parteien verboten. Das Kiewer Regime hat den Oppositionsführer der größten Partei, Viktor Medvedchuk, verhaftet und misshandelt. Ironie der Kriegslogik, er wurde ausgetauscht mit russischen Gefangenen aus dem Azov-Regime, so viel zur Entnazifizierungsstrategie Moskaus. In Kiew ist der Vorgänger von Volodymyr Zelensky, Petro Poroschenko, wegen Hochverrat angezeigt und steht vor Gericht. In Kiew ist dessen gewählter Vorgänger, Viktor Janukowitsch, wie wir wissen, im Februar 2014 verfassungswidrig aus dem Land getrieben worden. Also welche Werte, welche Demokratie, die Europa, EU-Europa, Österreich veranlassen, hinter Kiew zu stehen. Die Ukraine weist einen Stundenlohn minimal von 1,21 Euro auf. Das ist der niedrigste Wert in Europa. Die Ukraine ist ein Zentrum von Frauenhandel und Prostitution, eine Drehscheibe für Prostitution. Die Ukraine ist das europäische Zentrum für Leihmütterschaft. Große Wunschkind-Touristen, Ströme aus den USA, aus Australien, aus China begeben sich Richtung Kiew. Die Ukraine ist beim Gender Pay Gap an letzter Stelle in Europa. Die Ukraine erlaubt 0 Stunden Arbeitsverträge, das heißt Arbeiten auf Abruf, ohne jeden Arbeitsrechte. Die Ukraine verkauft Grund und Boden an lokale Oligarchen und internationale Heuschreckenfonds. Also welche Werte, welche Demokratie? Kiew verbietet alle russischsprachigen Medien. Kiew führt einen kompromisslosen Entrussifizierungskampagne durch, in Schulen, in Kultureinrichtungen, in der Gesellschaft. Und das schon lange vor dem Einmarsch der russischen Armee im Februar dieses Jahres. Wenn all das unsere Werte sind, dann lohnt es sich tatsächlich für die NATO, für die transatlantische Gemeinschaft, für diese Werte Waffen an Kiew zu liefern und Moskau mit Sanktionen zu belegen.
Und auch hier bei uns in Österreich, Deutschland, nicht in der Schweiz, werden russische Medien verboten, werden russische Künstler vertrieben, auch Tote von den Spielplänen gestrichen, werden russische Sportler geächtet, wird alles Russische gecancelt. Und Österreich? Österreich, zumindest in meiner Zeit in der Schule, haben wir gelernt, Österreich sei ein neutrales Land, ein neutraler Staat. Aber es nimmt diese wichtige Rolle in einer konfliktreichen, in der konfliktreichsten Zeit unserer Lebenszeit nicht ein. Im Gegenteil, zwar liefert Österreich keine Waffen an die russische und auch nicht natürlich an die ukrainische Seite. Und das ist gut so, weil fast alle übrigen EU-Mitgliedstaaten dies tun. Aber unsere Regierung lässt hunderte Militärtransporter durch das Land ungehindert passieren auf dem Weg ins Kriegsgebiet. 1999, wie die NATO über Deutschland ihre Waffen durch Österreich Richtung Jugoslawien transportiert hat, war das noch anders. Da gab es zumindest einen formellen Protest von der Regierung Schüssel. Und Österreich ist beim Wirtschaftskrieg gegen Russland voll dabei. Es trägt die Zensurmaßnahmen mit gegen alle russischen Medien. Mit Ausnahme der FPÖ setzen alle Parlamentsparteien auf einen russophoben Kurs und die Mainstream-Medien hetzen gegen Russland. Österreich droht oder ist schon von den Resten seines neutralen Kurses abgekommen. Wir, die wir hier stehen, wenden uns gegen diese Abkehr. Wir fordern von den unverantwortlichen Handelnden, Verantwortung einzunehmen. Verantwortung zu übernehmen für einen raschen Friedensschluss. Verantwortung zu übernehmen im Sinne einer Vermittlerrolle des neutralen Österreich. Deshalb fordern wir Waffenstillstand jetzt, Ende des Sanktionsregimes, Einrichtung einer Verhandlungsgruppe. Stopp den Krieg für Neutralität. Danke für diesen Ausspruch, den klaren Ausspruch für Neutralität und auch die klaren Worte, es ist nicht unser Krieg und genau deswegen stehen wir hier. Ich möchte jetzt als nächsten Redner, wenn er mit der Begrüßung fertig ist, Philipp Maurer ankündigen. Philipp ist sozialdemokratischer Aktivist und ich kenne ihn aus sehr vielen gemeinsamen Aktivitäten, sozialen Aktivitäten, beispielsweise zur Senkung der Mieten, ein Thema, das auch heute ganz wichtig ist. Und er ist auch ein Aktivist, der sich ganz klar auch innerhalb der Sozialdemokratie für ein neutrales Österreich ausspricht und gegen diesen Krieg. Ja, danke Irina, liebe Freundinnen und Freunde. So schwer es mir fällt, in einem Punkt muss ich dem Hannes Hofbauer doch widersprechen, aber nur in seinem allerersten. Liebe Freunde, dieser Krieg in der Ukraine ist leider bedauerlicherweise auch unser Krieg, denn es gibt nicht nur diesen Krieg mit den Waffen, den heißen Krieg quasi, es gibt auch den Wirtschaftskrieg, der massiv auch mit österreichischer Unterstützung geführt wird. Und für diesen Krieg, liebe Freunde, zahlen wir alle. Wir zahlen die höheren Strompreise, wir zahlen die höheren Gaspreise, wir zahlen die mit diesen höheren Preisen verbundene höhere Mehrwertsteuer. Das heißt, auch die Republik Österreich hat erfreut, unser Finanzminister freut sich über die hohen Gaspreise, weil die Mehrwertsteuer drauf wird einfach mehr. Das heißt, insofern, liebe Freunde, ist das durchaus unser Krieg. Und da, wie Hannes Hofbauer, um ihm jetzt auch zuzustimmen, genau ausgeführt hat, das ist auch das Interesse unserer Regierung hier in diesem Lande. Hier ist keine Rede von Neutralität. Und jetzt, wir zahlen die Steuern, wir zahlen die Abgaben, wir zahlen diverse Zölle für diesen Krieg. Und jetzt kommen einige Damen und Herren in diesem Land auch noch her und fordern, wir sollen auch, ich verwende jetzt absichtlich ein altes Wort, wir sollen auch den Blutzoll dafür noch bezahlen, indem wir Waffen in die Hand nehmen, indem wir der NATO beitreten. Bitte, was sind das für Wahnsinnige, sage ich einmal, denen so etwas einfällt, liebe Freunde. Denn eins steht fest, wer sich als Aufmarschgebiet für irgendeine Macht der Welt herrichtet, wer irgendeine Macht der Welt in seinem Land irgendeinen Stützpunkt errichten lässt, der wird sicher von der anderen Macht angegriffen. Da haben wir hunderte Beispiele quer durch die Geschichte durch. Das fängt an bei der Kuba-Krise, geht über Irak, wo immer ihr wollt. Immer ist eine Macht da, die sagt, wir machen dort einen Stützpunkt und der anderen Macht passt es nicht. Ich gebe den Mächten keinen Namen, denn es gibt beide Fälle. Schaut euch ein bisschen in der Geschichte. Und das Einzige, was einem dabei helfen kann, liebe Freunde, ist zu sagen, gut, wir sind nirgends dabei.
Wir unterstützen weder einen Wirtschaftskrieg, noch unterstützen wir einen heißen Krieg, das sowieso schon gar nicht, sondern wir schauen, dass wir neutral bleiben. Und ich glaube, das ist es, was wir alle unsere Regierung auffordern müssen und massiv dafür agitieren müssen, bleiben wir neutral. Und das Bundesheer, so weit wie wir es haben, ist eh schon wunderbar genug, mehr braucht man nicht. Verwenden wir das Geld für irgendwelche soziale Maßnahmen, für irgendwelche Unterstützungen von Arbeitslosen, Obdachlosen, was weiß ich. Wir haben soziales Elend genug in diesem Land, sodass wir nicht die Armee brauchen. Und jedes Mal in der Armeediskussion, liebe Freunde, fällt mir ein das alte Lied vom inzwischen schon lang verstorbenen Georg Kreisler. Georg Kreisler, das ist der, ein wunderbares Lied mit dem Hund. Da sitzt einer beim Heurigen und sinniert drüber, was ist, wenn der Krieg kommt. Mir kann es ja wurscht sein, aber was geschieht dann mit meinem Hund? Weil der, wenn der Hund, der Russ, sein Hundefutter wegfrisst, dann wird der Hund kein Kommunist, heißt es im Lied. Aber die entscheidende Zeile, die ich meine, und die ist jetzt durchaus als Aufruf, nicht Depper zu sein und das Militär bleiben zu lassen, ist die Zeile, wenn Russland und China vereint marschieren, kann Österreich kapitulieren. Damit uns das nicht passiert, schauen wir, dass weder die Russen noch die Armen noch sonst wer bei uns irgendetwas zu sagen. Bleiben wir neutral, fordern wir alle, die etwas dazu entscheiden haben, dazu auf, die Neutralität zu bewahren. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Philipp. Als nächste Rednerin möchte ich Kerstin nach vorne bitten. Sie ist Lehrerin und engagiert sich in der Initiative in Gründung Selbstbestimmtes Österreich. Kerstin, bitte. Okay, mein Name ist Kerstin Bartl. Ich arbeite in Wien im Bildungs- und Gesundheitsbereich. Und ich stehe heute hier. Ich möchte mich zuerst einmal ganz herzlich bedanken bei Dr. Eugen Drewermann, der natürlich nicht hier ist, aber den viele von euch sicher kennen. Er ist Theologe, ausgetreten aus der Kirche, schreibt viele Bücher und engagiert sich von Deutschland aus in der Friedensbewegung. Wahrscheinlich haben einige von euch seine Reden gehört zum Frieden. Und wir haben ihn angeschrieben, er zurückgeschrieben und er wünscht uns alles Gute für diese Veranstaltung und lässt uns herzlich grüßen. Dankeschön. Ja, ich bin dankbar, dass ich in Österreich leben darf, dass meine Großeltern zwei Weltkriege überlebt haben, sodass ich überhaupt ins Leben gekommen bin. Heute stehe ich hier, um uns alle, mich selber auch, zu bestärken, dass wir uns selbst eine Stimme geben, dass wir unsere Stimmen gemeinsam erheben für den Frieden. Für den Frieden zu sein, bedeutet für mich, für die Liebe zu sein. Im Gegensatz dazu steht der Krieg für mich für das Symbol der Angst und des Todes. Oder anders ausgedrückt, in Frieden zu sein, bedeutet in der Liebe zu sein, im Krieg zu sein, in der Angst, auf allen menschlichen Ebenen, in unserem kleinen menschlichen Mikrokosmos wie auch im Makrokosmos. Wir alle wissen, der Medienapparat der Eliten ist dazu abgestellt, die Angst zu verbreiten, die Angst weiter zu erhalten. Es ist das Sprachrohr der Eliten, die uns in Angst halten wollen, damit wir unter anderem, es gibt viele Themen, auch darauf reinfallen, dass wir Kriege nach wie vor brauchen. Und damit die verbundene Aufrüstung, das Militär in allen Ländern, wie gesagt wurde, zu rechtfertigen. Amy Goodman sagt in diesem Zusammenhang in ihren Worten, Medien sind mächtiger als Bomben. Im konkreten Fall in Österreich versucht man gerade uns weiszumachen, dass die Neutralität Österreichs altmodisch sei und sowieso ein Auslaufmodell. Es wäre jetzt angezeigt, sich der NATO anzuschließen und anzubiedern geradezu. Dazu sagen wir entschlossen Nein. Wir als Bevölkerung, wir sind viele, die wir für Frieden sind. Wir fordern einen sofortigen Waffenstillstand und hiermit Friedensverhandlungen
zu denen Österreich als neutrales Land das geeignetste wäre, das schon längst von Anfang an dieses Krieges dazu einladen hätte sollen und nach wie vor einladen sollte. Was ich derzeit vermisse in diesem Krieg, ist der Wille zum Frieden. Um zum Frieden zurückzufinden bei einem Konflikt, muss es einen Willen geben, dass das Problem gemeinsam gelöst werden kann. Es geht darum, sich an einen Tisch zu setzen, einander zuzuhören. Es sollte einen Mediator geben, eine Vermittlerin, einen Coach, so wie wir das alle kennen und auch tun, wenn es ein Problem gibt, das wir vielleicht zu zweit nicht lösen können. Und wenn die Emotionen hochgehen, soll dieser Mediator auch dazu helfen, die Sache zu zügeln, das Gespräch leiten und lenken. 100.000 in Massen sterben zu lassen, die wir nicht selbst sind, widerspricht jedem Grundsatz der Moral einer Gesellschaft. Wir, die Bevölkerung, wir wissen, dass alles mit allem verbunden ist auf dieser Erde. Und der Schmerz, den wir jemandem hinzufügen, das ist unser eigener Schmerz. Heutzutage gibt es glücklicherweise Mittel und Wege zur Heilung aus den Traumen jedes Einzelnen und aus den kollektiven Traumen herauszukommen. Gehen wir diesen Weg. Das Zentrale ist, dass es an der Zeit ist, dass wir selbst eine friedliche Zeitenwende gestalten können, indem wir uns selbst ermächtigen, für unsere Visionen und für unsere friedlichen Ziele in der Gesellschaft einzutreten. Daher mein Aufruf: Kommen wir in unsere Kraft, kommen wir in unser Selbstvertrauen, in die Selbstwirksamkeit, ermächtigen wir uns selbst, dass unsere Stimmen für den Frieden, sprich für das Lebendige, das Leben, die Liebe, wo auch immer es umsetzbar ist, eintreten. Jede Stimme ist wesentlich. Alle, die da sind und konstruktiv in der Zukunft mitbauen wollen, sind herzlich willkommen, auch bei unserem sozialen Bündnis für Frieden und Neutralität. Jetzt lasse ich ein bisschen was aus, weil es schon so lang ist. Die Sängerin der Band Berge, sie singt: Ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit. Denn nur wer geliebt wird, wer nicht geliebt wird, hört auf, ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden. Ich höre immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen, uns zu lieben. Ich weiß genau, wir sind es wert. Es ist so einfach und es ist der Schlüssel. Mit Eugen Drewermann, der uns hier seine Grußworte geschickt hat, möchte ich nun schließen. Er sagt: Der Friede ist kein strategisches Ziel, womöglich am Ende eines gewonnenen Krieges. Friede ist ein absoluter Wert, den man unbedingt wollen muss, oder er kommt nie. Wir alle gemeinsam können wieder eine starke Friedensbewegung werden, wenn wir es nur wollen. Dankeschön. Vielen Dank, Kerstin, vielen Dank. Liebe Friedensfreunde, ich hoffe, dass wir wachsen werden. Und meine Position ist die einer Gruppe, die Europa vor sich selbst retten will. Das sogenannte Democracy in Europe Movement oder DiEM25 hat gedacht, wenn wir es beginnend im Jahr 2016, nachdem Griechenland so schändlich niedergeworfen wurde, wurde unsere Bewegung gegründet. Und wir haben Tausende in ganz Europa vertretene, aktive Menschen, dass, wenn die Europäische Union so weitermacht, wird sie zerfallen. Jetzt schaut es so aus, sie wird offenbar im Krieg zerfallen. Und dieses im Krieg zerfallen wollen wir als Bewegung verhindern. Die Vorredner, beginnen von der katholischen Kirche. Ich sage euch, Freunde, ich hätte mir nie im Leben gedacht, dass ich auf einer Bühne stehen wäre, wo vor mir jemand sagt, und ich spreche für die katholische Kirche. Und dann spreche ich für unsere mini kleine Bewegung, die DiEM25, die auch ein Beginn ist, gegen diesen Wahnsinn, der gerade in der Administration von der Van der Leyen stattfindet. Was haben wir gemacht?
Wir haben einen Friedensplan diskutiert, heftig diskutiert. Auch in unserer Bewegung, unserer linken Bewegung, unserer linken proeuropäischen Bewegung, die EU vor sich selber retten will, gibt es heftigste Diskussionen zu diesem Kriegsgeschehen. Aber wir haben uns durchgerungen zu einem Friedensplan und einem Fünf-Punkte-Friedensplan, der aber, und das ist, glaube ich, das Besondere, auf einer Basis steht. Und zwar, es ist wichtig, das, was alle Vorredner von Hannes Hofbauer, der uns erläutert hat, was in der Ukraine sich abspielt und was das ökonomische und vielleicht auch längerfristige Interesse der Europäischen Union an einer neuen Ukraine-Kolonie ist, oder was Herr Senf gesagt hat, dass Krieg und Sanktionen noch nie zu so positiven Ergebnissen geführt haben, wie die Kriegsführenden immer hofften. Diese Vorredner haben schon klar gemacht, was hier Sache ist, was die Probleme sind. Und meine unmittelbare Vorrednerin hat gesagt, ja, es geht darum, positive Lösungen zu finden. Und wir haben nun versucht, als Bewegung zu einer positiven Lösung, eine positive Lösung vorzuschlagen. Aber diese positive Lösung ist nicht nur eine Erfindung von Leuten, die dann europaweit abgestimmt wurde, mit einem Verhältnis von 85% zu 15% angenommen wurde, sondern das Wesentliche ist auch, dass unsere Bewegung eine Vision hat, wie es mit Europa weitergeht. Und das Spannende an dieser Vision, die sogenannte Athena-Erklärung von Diem 25 und der Progressiven Internationale, dass die ganze EU blockfrei werden soll. Und das ist ein Traum, den schon Mainstream SPD-Mitglieder träumen. Die träumen, wenn es weiterginge mit Europa. Dann brauchen wir ein Europa fast so wie die Schweiz, ein neutrales Europa. Das heißt eigentlich, das österreichische Modell muss ausgebaut werden. Nicht nur bei uns, sondern für ganz Europa. Über das will ich noch kurz sprechen. Also ich will euch klar machen, dass wir nicht eine sozusagen, wir unterwerfen uns keineswegs dieser europäischen Kamarilla, die von der Leyen repräsentiert, die Untaten in der Vorbereitung dieses Krieges gemacht hat. Es ist nachweislich klar, dass es zu einer Kollusion der beiden Administrationen mit der von der Leyenschen Administration kam vor dem Krieg. Und diese Maßnahmen mit Anziehen der Sanktionsschleife ganz klar stundenlang, wochenlang vorher vorbereitet wurden, bevor die Eskalation am 24. Februar begann. Deswegen fordern wir auch in unserem Manifest, dass Europa eine neue Richtung einschlägt, eine diplomatischere Richtung, eine, die die koloniale Vergangenheit Europas wirklich dezidiert aufgibt. Und in diesem Friedensplan, den wir fordern, ist das, was sich mit der zentralen Richtung dieser Friedensbewegung, dieser Plattform, wo ich alle aufrufe, auch wenn man nicht vollkommen übereinstimmt mit allen Punkten, die wichtigsten Teilpunkte sind das Wesentliche. Das Wesentliche ist der Frieden, und bevor ein Frieden gemacht werden kann, muss es einen Waffenstillstand geben. Und deswegen fordern wir von Diem 25 europaweit einen sofortigen Waffenstillstand, der dann von Truppenrückzügen etc. gefolgt wird. Na klar. Und Schaffung von demilitarisierten Zonen. Na klar, das sind Details. Aber das Wesentlichste überhaupt ist ein gegenseitiges Nicht-Angriffsprotokoll, das wir fordern, auf Grundlage der Anerkennung der Ukraine als souveränes, militärisch neutrales Land, das keine Atomwaffen auf seinem Hoheitsgebiet zulässt. Hätte die Ukraine dem, was sich irgendwann ergeben muss, oder es gibt einen dritten Weltkrieg, und der wird wahrscheinlich atomar sein, und der wird in Europa stattfinden. Und wie der stattfindet, wird nicht so sein, wie der Herr Zelensky das sich vorstellt. Das ist schon klar. Das heißt, die Anerkennung der Ukraine als souveränes, militärisch neutrales Land fordern wir als dritten Punkt. Als vierter Punkt eine Regierungsstruktur für die östlichen und südlichen Gebiete mit politischer Gleichberechtigung zwischen russischsprachiger und ukrainischsprachiger Bevölkerung. Das ist sogar in einigen EU-Staaten, wie zum Beispiel in Lettland, wie ich vor kurzem gelesen habe, nicht einmal der Fall. Also das ist notwendig. Und alle Parteien erklären sich bereit, die noch offenen Streitigkeiten und UNO vermittelt,
beizulegen. Und dass dies zustande kommt, ist es notwendig, dass Russland und die Ukraine und die USA, China und die EU als Friedensgaranten unterzeichnen. Und dann fordern unsere, so fordern wir, dass alle Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden. Und eines solltet ihr wissen, Hannes Hofbauer hat klar dargelegt, Sanktionen gegen Russland gibt es jetzt bald 70 Jahre. 18 Monate gab es keine Sanktionen gegen Russland. Also wir fordern eine epochale Veränderung der europäischen Politik. Und diese epochale Änderung der Politik hat natürlich ihre Feinde. Und wo sitzen diese Feinde? Und man kann sagen, im Mainstream der deutschen Gesellschaft angesiedelte Menschen, wie der 94-jährige sozusagen SPD-Grande, der ein neues Buch geschrieben hat, bezeichnet die EU und Deutschland als Vasall der USA. Wenn wir uns von diesem Vasallentum nicht lösen, ist für uns kein Frieden möglich. Und es ist auch klar geworden, dass eben die Administration vor dem Krieg mit dem Herrn Björn Seibert, der eindeutig offenbar zu den Feinden des Friedens gehört, der Björn Seibert, des Kabinettschefs der von der Leyen, und die haben 10 bis 15 Stunden jede Woche mit den diversen Administrationen direkt alle diese Maßnahmen vorbereitet. Also es kam gar nicht überraschend und offenbar ganz willkommen. Und deswegen ist es notwendig, dass wir intern in unserem Land Druck machen auf die Regierung, dass die Neutralität ausgebaut wird, dass wir aber auch zu einer demokratischen Kontrolle auf der Europäischen Unionsebene kommen, dass die von der Leyen in meiner Sicht zurücktreten müsste, weil es sie kriegstreiberisch ist. Und deswegen kommen wir zu der Losung, die für ganz Europa gelten sollte und natürlich von Österreich ausgehend die Neutralität ausbauen sollte, dass der Waffenstillstand jetzt zu machen sei, ein Frieden sofort zu verhandeln ist. Es darf kein Siegfrieden angestrebt werden. Jeder, der einen Siegfrieden anstrebt, den wir identifizieren, auch hier in Österreich, will den Frieden nicht. Das kann nicht gehen. Und die Neutralität in Österreich ausbauen und für die EU anstreben. Und deswegen werden wir als DiEM25 mit dieser Bewegung unsere Zusammenarbeit vertiefen. Und ich hoffe, diese Bewegung des Friedens breitet sich auch in Österreich aus, und ich wünsche uns allen viel Glück dabei. Leo Gabriel, der auch Koordinator im Weltsozialforum, als Koordinator im Weltsozialforum aktiv ist, Journalist und Anthropologe, vor allem im lateinamerikanischen Raum. Leo, bitte um ganz knappe Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe friedensbewegte Compañeras y Compañeros, ich möchte sozusagen zum Abschluss eine erfreuliche Note in unsere Zusammenkunft hineinbringen. Es ist bereits eine sehr, sehr große Friedensbewegung in Europa, in Lateinamerika, in Afrika und Asien unterwegs. Am 5. November hat in Rom eine Demonstration gegeben von Leuten, die wie wir den Frieden und einen sofortigen Waffenstillstand fordern, zusammengekommen ist von mehr als 100.000 Leuten, während in Mailand etwas Gleichartiges passiert ist. Nachdem ich, manche kennen mich, sehr viel in Lateinamerika unterwegs bin, weiß ich ganz genau, wie die Polarisierung auch innerhalb der Bevölkerungen zwischen dem Süden und dem Norden voranschreitet. Während im Süden aufgrund der Erfahrungen die Schuld der NATO gegeben wird in erster Hinsicht, sind wir in einer Blase, die von der Regierung angeführt wird, die unbedingt gegen
Russland als einzigen Sündenbock herhalten muss. Nach vielen, vielen Gesprächen, auch Diskussionen innerhalb der Linken, die es gegeben hat, sind die sozialen Bewegungen weltweit auf den Punkt gekommen zu sagen, wir reden jetzt einmal nicht mehr davon, wer hat Schuld, sondern wie die Leute in den Luftschutzkellern von Kiew und anderen Orten in der Ukraine sagen, sagt uns, wann wird diese Hölle endlich aufhören? Das ist der Punkt. Wir brauchen einen Waffenstillstand, unabhängig davon, auf welcher Seite wir politisch stehen, um einen Prozess voranzutreiben, den wir uns so vorgestellt haben, dass dieser Waffenstillstand, für den es übrigens sowohl in Moskau als auch in Washington und natürlich in New York auch immer eine wachsende Anzahl von Abgeordneten gibt, dass wir diese Linie pushen, damit es endlich zu einem Dialog kommt und damit es endlich, der Dialog, die wäre sozusagen das Mittelfristige, der Waffenstillstand das Kurzfristige. Und dann gibt es noch etwas Langfristiges, nämlich eine europäische Sicherheitsordnung unter Einschluss von Russland, um diesen schandbaren Krieg in der Zukunft zu vermeiden. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Leo, für den spontanen Beitrag. Und ich darf jetzt als letzten Redner dieser Auftaktkundgebung, wir wollen danach noch gemeinsam zum Ballhausplatz demonstrieren. Die genaue Demo-Route wird dann noch Leo Junior kurz ankündigen, der auch diese Demonstration dankenswerterweise vorbereitet hat und sich da sehr eingebracht hat. Und als letzten Redner jetzt bei der Auftaktkundgebung möchte ich General Günter Greindl um seine Worte bilden. Er engagiert sich im Rahmen der Initiative Aufbruch für ein neutrales Österreich, was gerade aus seiner Position heraus ein sehr wichtiger und bemerkenswerter Beitrag ist. Bitte. Ja, danke vielmals für die nette Begrüßung. Ich freue mich, heute alle hier im Namen des Vereins Aufbruch Österreich begrüßen zu dürfen. Aufbruch Österreich steht für Friede, Freiheit, Freude. Ja. Wir haben das gegründet, weil wir festgestellt haben, dass Österreich eine echte Spaltung in der Gesellschaft eingetreten ist und dass es eigentlich sehr traurig ist hier im Land, weil uns ununterbrochen irgendetwas vorgeschrieben wird und die Eigenverantwortung nicht mehr viel zählt und die Grund- und Freiheitsrechte auch nicht. Friede und Neutralität, das gehört zusammen, denn neutral sein heißt, keinen Krieg führen, sich nicht an Kriegen zu beteiligen. Aber diese Neutralität ist ja sehr unter Druck gekommen in Österreich. Sie wird ja ständig ausgehöhlt. Und was wird angeführt gegen die Neutralität? Erstens ist sie uns aufgezwungen. Zweitens nützt sie nichts, weil sie uns nicht schützt. Drittens ist sie unmoralisch. Und viertens ist sie unsolidarisch. Also ich möchte mal mit diesen vier Punkten mich etwas beschäftigen. Ist sie uns wirklich aufgezwungen? Na, es stimmt, dass die Sowjetunion damals gefordert hat, wenn ihr Österreicher wieder frei sein wollt und einen Friedensvertrag, sozusagen einen Freiheitsvertrag haben wollt, okay, ein bisschen höher, dann möchten wir, dass ihr neutral seid. Das war aber nicht aus Jux und Tollerei, sondern das war eine geostrategisch sinnvolle Forderung. Und dass sie sinnvoll war, das hat schon unser erster Bundespräsident erkannt, der Dr. Karl Renner, der gesagt hat in einer Rede, ich zitiere ihn, wegen dieser seiner Lage kann sich Österreich nicht einseitig binden, ohne das Gleichgewicht der Interessen zu stören.
Österreich ist in der ernsten, aber viel verheißenden Lage, sich als Partner die Vereinten Nationen zu wählen. 1946, da gab es noch keinen Warschauer Pakt, da gab es noch keine NATO. Da hat diese Erkenntnis sich schon durchgesetzt. Das waren halt Realpolitiker, der hat dann gesprochen, dass das Ausgleich der Interessen einer der wichtigsten Punkte für einen dauerhaften Frieden ist. Und die Österreicher haben das auch so verstanden, weil sonst wäre es unverständlich, dass 90% der Österreicher für die Beibehaltung der Neutralität sind. Also ich sehe keinen Grund, diese Neutralität aufzugeben. Ja, warum, sagen einige, wir sollen sie aufgeben? Ja, wir sind nicht sicher, die schützt ja nicht die Neutralität. Wir wären viel sicherer, wenn wir in der NATO sind. Als Beispiel dienen dann natürlich Finnland und Schweden. Ja. Aber ist es wirklich so? Stellen wir uns vor, was ich persönlich nicht glaube, dass die Russen jetzt wirklich Europa erobern möchten. Ja. Also diese Vorstellung alleine, wenn man schaut, wie der Ukraine-Krieg verläuft, ist für mich ja schon etwas absurd. Aber stellen wir uns vor, das wäre der Fall. Ja, wäre Österreich dann sicherer, wenn es in der NATO wäre? Nein, es wäre dann ein legitimes Ziel für Angriffe mit Raketen und Drohnen. Und wenn wir uns den Krieg in der Ukraine anschauen, der wird hauptsächlich geführt mit Raketen und Drohnen. Wenn Österreich aber neutral ist, dann ist er kein Grund, hier mit Raketen anzugreifen, weil hoffentlich ein neutraler Staat auch sein Gebiet nicht für irgendwelche feindlichen Kräfte zur Verfügung steht. Das heißt, Neutralität schützt dann, wenn wir in der Lage sind, zu verhindern, dass unser Land von anderen Mächten für kriegerische Zwecke genutzt wird. Wir brauchen also nicht Österreich gegen die Russen verteidigen, was immer so gesagt wird, dass das Österreich ja alleine nicht schaffen kann, sondern wir müssen nur sicherstellen, dass Österreichs Neutralität glaubwürdig ist. Und das haben wir in den 70er Jahren versucht mit dem Raumverteidigung. Nicht? Da war der Igel, war das Symbol der Verteidigung, da war der Igel, der sich nach allen Seiten mit seinen Stacheln wehrt. Wir brauchen wieder einen Igel in Österreich und dann schützt uns auch die Neutralität. Ist die Neutralität unmoralisch? Wir haben 1955 allen Staaten dieser Welt, und wir waren ganz stolz darauf, versprochen, wir sind in Zukunft immerwährend neutral. Wir haben aber nicht gesagt, wir sind nur neutral, wenn uns der Krieg, der geführt wird, gefällt oder wenn er uns nicht gefällt, sondern wir haben gesagt, wir sind immerwährend neutral. Und ich sehe nicht, warum die Einhaltung eines Versprechens unmoralisch ist. Wir haben auch, weil wir beigetreten sind zu den Vereinten Nationen, uns verpflichtet, in Zukunft nur die friedliche Streitbeilegung zu akzeptieren und zu unterstützen. Ich sehe auch da nicht, warum es unmoralisch ist, wenn ich für friedliche Streitbeilegung eintrete. Und im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, die ja ihren Sitz in Wien hat, wurde die Europäische Sicherheitscharta beschlossen. Und da gibt es einen Paragraph drinnen, der legt fest, dass jeder Staat sich einem Bündnis anschließen kann, aber auch jeder Staat das Recht hat, neutral zu sein. Ich sehe also auch nichts Unmoralisches, wenn wir dieses Recht in Anspruch nehmen. Also das Argument der Unmoral der Neutralität, das kann ich nicht verstehen. Und es gibt keinen Grund, deswegen unsere Neutralität aufzugeben. Aber sind wir vielleicht unsolidarisch? Ja, das ist ja das Problem in der EU. Sind wir nicht sozusagen verpflichtet, jetzt als EU-Mitglied solidarisch alles mitzutragen, was die EU beschließt? Na, als wir beigetreten sind zur EU, da hat der Außenminister Mock erklärt, und ich zitiere ihn, die Neutralität Österreichs ist sein spezifischer Beitrag zur Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit in Europa. Ein Beitrag, der seine Entsprechung in der Präambel der Verträge findet, die die Stärkung und Wahrung des Friedens und der Freiheit fordern. Ja? Also die EU ist eigentlich konzipiert worden
als Friedensprojekt, als friedliche Handelsmacht und die Idee der Europäischen Union, die ich noch immer unterstütze, in der ursprünglichen Absicht, nämlich der EU eine friedliche Stimme in dieser Welt zu geben, die ist leider nicht eingetreten, sondern dieses Projekt ist gescheitert. Das ist leider der Fall, und zwar ist es gescheitert mit dem Beginn des Aufbaus der sogenannten EU-Verteidigung. Ja, da gab es am Anfang die Idee, dass sich die EU selbstständig sozusagen verteidigen kann. Das hat aber nicht lange gedauert, ist sozusagen die EU unter die Decke der NATO geschlüpft, weil natürlich die Mehrheit der Staaten, die die EU ausmachen, auch Mitglieder in der NATO sind. Und 2013 wurde das formal bestätigt, nämlich da hat der Europäische Rat entschieden, dass sich die sogenannte gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik in vollständiger Komplementarität mit der NATO entwickeln soll. Und wenn wir jetzt schauen, wie sich die NATO weiterentwickelt hat, dann ist die NATO neu, so heißt sie ja jetzt, NATO neu. Diese NATO neu hat diese Out-of-Area-Einsätze beschlossen, die wiederum im Einklang mit der amerikanischen Sicherheitsstrategie stattfinden. Im Klartext heißt das, dass die EU ihre Eigenständigkeit aufgegeben hat und sozusagen unter die Sicherheitsdoktrin der Vereinigten Staaten geschlüpft ist. Und damit ist es eigentlich nicht mehr die EU, die wir zur Gänze solidarisch unterstützen sollten und auch unterstützen müssen. Wie weit geht dann die Solidarität? Meiner Meinung nach geht diese Solidarität so weit, soweit die EU sich im Rahmen ihrer ursprünglichen Zielsetzungen bewegt, nämlich eine Außenpolitik und Sicherheitspolitik im Einklang mit den Prinzipien der Vereinten Nationen zu führen. Und da hat ja Österreich überhaupt keine Probleme, im Gegenteil. Wir waren ja einer der führenden Nationen bei den Friedensmissionen. Ja, wir haben sogar den Friedensnobelpreis dafür bekommen. Also da gibt es überhaupt keine Probleme mit der Solidarität. Die Probleme mit der Solidarität beginnen dann, wenn die EU sich als Kriegspartei definiert. Und das ist leider jetzt der Fall. Können wir dann unsolidarisch sein? Im Prinzip ja. Erstens hat die EU selber, die EU-Mitglieder selber festgelegt, dass die militärische Komponente der EU, die Verteidigung, Angelegenheit der NATO ist. 23 Staaten sagen, EU-Verteidigung brauchen wir nicht, wir haben die NATO-Verteidigung. Ja. Zweitens gibt es, also es gibt sozusagen keinen eigenen EU-Verteidigungsraum. Jeder Angriff auf Europa wäre ein Angriff auf die NATO. Ja. Es gibt keinen Angriff auf die EU, wenn nur überall NATO-Staaten sind. Ja. Das Zweite ist, wir haben in den Verträgen die sogenannte irische Klausel. Ja. Die irische Klausel sagt, im Falle von militärischen Hilfeleistungen muss ich den besonderen Status jedes einzelnen Staates berücksichtigen. Ja, das heißt für die NATO-Staaten, wir holen unsere Hilfe von der NATO, und für die Nicht-NATO-Staaten heißt es, wir dürfen auch neutral sein, weil das ist unser besonderer Status. Ja. Und das Dritte ist natürlich, Gott sei Dank, muss man sagen, ist die europäische Außenpolitik noch nicht einstimmig, sondern sie braucht die Stimmen aller, also nicht mehr Stimmen, sondern sie braucht, Einstimmigkeit ist die Voraussetzung der Beschlüsse, das heißt, alle Staaten müssen zustimmen, wenn eine Aktion beschlossen wird. Und da kann ich natürlich als neutraler Staat mich schon irgendwo profilieren und muss vielleicht nicht alle Maßnahmen mittragen. Ja. Es ist natürlich richtig, das erfordert Mut, fordert diplomatisches Geschick, es fordert Voraussicht, es fordert Glaubwürdigkeit. Also es ist nicht einfach, aber es ist möglich. Und ich glaube, Österreich sollte als neutraler Staat diese Möglichkeit nutzen. Nun, was ist der Wert der Neutralität? Jetzt haben wir gesagt, was die Neutralität alles nicht ist aufgrund der Kritiker. Aber was ist eigentlich der Wert der Neutralität? Ich glaube, statt die Neutralität aufzugeben, sollten wir sie mit Stolz verkünden.
Denn die Neutralität ist genau der Idealtypus eines Staates, so wie ihn die Vereinten Nationen eigentlich sich vorstellen. Ja? Dass man sozusagen auf Gewalt verzichtet und die Gewalt innerhalb der Vereinten Nationen durch den Sicherheits geregelt ist. Das ist natürlich ein Problem, wenn der Sicherheitsrat nicht agiert, aber ich muss deswegen nicht aggressiv werden. Statt der Neutralität dauernd kleinzureden, ja, die nutzt nichts, die ist unmoralisch, die ist unsolidarisch, soll man sagen, nein, die Neutralität ist ein Baustein der internationalen Sicherheit. Neutralität ist ein Baustein für Frieden und internationale Sicherheit. Und statt ständig ja, die Neutralität auszuhöhlen, müssen wir sie verteidigen, da müssen wir was tun. In der militärischen Verteidigung und vor allem in der Luft. Ich habe schon gesagt, ja, wir werden wahrscheinlich nicht in die Lage kommen, unser Land in einem Landkrieg zu verteidigen, aber in der Luft ist die große Gefahr mit Drohnen oder Raketen. Da müssen wir was tun, dass wir sicherstellen können, dass in einem Kriegsfall in Europa Neutralität glaubwürdig in der Luft verteidigt werden kann. Und wir müssen natürlich nützlich sein für die internationale Gemeinschaft. Ja. Wir können nicht da sitzen und nichts tun, sondern wir müssen eine aktive Friedenspolitik, eine engagierte Friedenspolitik betreiben. Und wie geht das? Ich war ja selber 10 Jahre in Konflikten unterwegs und mit der Konfliktlösung beschäftigt und ich habe mich immer an einen Spruch eines persischen Weisen aus dem 10. Jahrhundert gehalten. Ja. Der hat gesagt, wenn ich verstehen will, ja, was heute da passiert, dann muss ich zurückschauen. Ich muss schauen, was sind die Ursachen des Konfliktes. Ich kann nicht einen Konflikt behandeln oder mich mit einem Konflikt beschäftigen, ohne mich mit den Ursachen zu beschäftigen. Wir müssen uns Gedanken machen, warum ist diese wunderbare europäische Erfindung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Warum ist sie gescheitert? Ja, das war eine tolle Organisation. Und Österreich als Sitzstaat könnte hier vielleicht einiges leisten. Ich habe mal vorgeschlagen, machen wir einen Wiener Friedensdialog. Setzen wir uns mit allen OECD-Missionen in Verbindung. Wer ist dafür, dass wir einen Wiener Friedensdialog machen? Wir haben schon mal einen Wiener Kongress gemacht, der hat 100 Jahre Frieden gehabt. Warum machen wir nicht einmal einen Wiener Friedensdialog? Es gibt also keinen Grund, die Neutralität aufzugeben. Wir können als neutraler Staat mehr leisten für den internationalen Frieden als in einem Bündnissystem. Danke. Vielen Dank, General Greindl. Vielen Dank auch, dass Sie Ihre Erfahrungen geteilt haben und uns darauf aufmerksam gemacht haben, noch einmal, dass eben unsere Interessen als neutraler Staat keineswegs deckungsgleich sein können mit den Interessen, die die NATO hier im Ukraine-Krieg vertritt. Ich möchte jetzt noch ganz knapp, wir haben es nämlich leider schon eilig, weil da hinten eine zweite Demonstration